Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder und ich kann es selbst kaum glauben, aber wir sind tatsächlich schon am 15. Teil meiner Coloring Book Collection angekommen. Und ja, was soll ich sagen, es ist noch immer kein Ende in Sicht. Also es werden noch etliche Teile folgen. Viel, worauf ihr und ich mich freuen können. Genau, und dann legen wir auch gleich los. Und zwar habe ich heute richtig, richtig viele bekannte Schätze für euch. Das heißt aber auch, dass ich euch heute ein paar mehr fertige Seiten zeigen kann, fertig kolorierte Seiten. Und ja, fangen wir einfach an. Habt viel Spaß. Als erstes habe ich hier diesen großen, großartigen Schatz von Marcia Vandenberg für euch. Und zwar ist es From Holland with Love. Ich habe euch Marcia schon mit diversen anderen Malbüchern vorgestellt und ich kann mich nur wiederholen, ich liebe sie. Ich liebe ihre Bücher, ich liebe ihren Stil. Und warum ich das so liebe, kann ich euch ganz genau sagen. Ihre Bücher sind immer in einer unglaublich schönen Qualität. Sie wirken sehr edel und sehr hochwertig. Das Papier ist toll und natürlich die Motive. Es sind so wunderschöne, detaillierte Motive, die einfach nur einladen zum Relaxen und Entspannen. Genau, und im Gegensatz zu ihren vorangegangenen Büchern, sind diese Motive einseitig bedruckt und obwohl es ein gebundenes Buch ist, also mit richtig dicken Hardcover, sind die Seiten perforiert. Der Sinn dessen ist mir noch nicht so ganz aufgegangen, weil ich würde nie Bücher oder Seiten aus einem Hardcover-Buch entfernen. Aber gut, vielleicht gibt es ja einige Koloristen, die das durchaus vorhaben. Gut, das ist erstmal ein kleiner Eindruck. Und hier, tada! Eine fertig kolorierte Seite, die mich tatsächlich Wochen Arbeit gekostet hat, aber ich bin unfassbar stolz auf sie und ich hoffe, man kann es einigermaßen gut erkennen, aber ich habe hier wirklich viel Liebe rein investiert, habe jedes Detail irgendwie versucht mit Schattierung zu hinterlegen und ja, das ist übrigens ausschließlich mit den Polychromos koloriert. Genau. Okay, nochmal ein paar weitere Seiten. Hier so ein bisschen pattern und hier hinten findet man dann nochmal ein paar Karten, die man dann ausmalen und verschicken kann. Okay. Das war From Holland with Love. Und jetzt habe ich hier diesen wunderschönen Schatz. Und zwar ist das Japan Manga Coloring Book von Makoto Takashi. Man sieht schon hier der Einband, der ist sehr glänzend. Ist auch ein etwas dickerer Einband. Hier vorne findet man ein paar bereits kolorierte Motive, um sich Anregungen zu holen als Beispiele. Dann ein paar Coloring-Tipps. Und hier sieht man, hier sind die Hintergründe schon gestaltet und nur die Figuren noch zu kolorieren. Aber auch das lässt im Laufe des Buches nach und man findet dann wirklich rein Motive, ohne dass vorab schon in irgendeiner Form sie mit Farbe beglückt wurde. Ich finde den Makoto-Stil total klasse, weil er mich unfassbar stark an die Anime-Serien aus meiner Kindheit erinnert, so wie Lady Oscar zum Beispiel. Ich finde, die Figuren hier haben ganz viel Ähnlichkeit mit der damals in der Serie dargestellten Marie Antoinette. Und ich habe diese Serie unglaublich geliebt. Da werden wieder Kindheitserinnerungen wach. Super schön. Super schön, filigran und einfach nur liebevoll. Diese Augen, so ausdrucksstark. Ich finde sie toll. So. Okay.
jetzt Trommelwirbel. Wir sind wieder in Schweden angekommen und es geht weiter mit den wunderschönen Büchern von Maria Trolle. So, als erstes fange ich mal an mit Blomster Mandala. Das war ja auch ihr erstes Malbuch. Ihr habt ja schon ein paar andere Bücher von ihr gesehen. Unter anderem die Postkartenbücher und auch Vivi van Söker. Ich blätter hier einfach mal durch, weil ihr kennt die Motive sicherlich. Und das Papier ist toll, es ist cremefarben, es ist Hardcover und ja, einfach klasse. Genau, hier ist auch eine fertig kolorierte Seite von mir in Blomster Mandala. Hier habe ich mit Prismacolorn gearbeitet. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, jetzt versuche ich das nochmal so ein bisschen zu zeigen. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, den Hintergrund ganz zart zu halten. Ich hatte versucht, das mit Aquarellfarben hinzukriegen. Irgendwie hat mir das dann überhaupt nicht gefallen, sodass ich dann doch nochmal mit den Prismacolorn rübergegangen bin. Jetzt ist das alles ziemlich, ja, poppy, aber gut, ist okay. Ich mag es ganz gern. So, ich blätter ich nochmal ein bisschen durch hier von hinten. Das macht sich ein bisschen einfacher. Traumhaft schöne Gartenmotive. So niedlich und teilweise mit schwarzem Hintergrund. Einfach schön. Okay, das war das. Dann habe ich hier noch ein völlig unbelecktes Buch von ihr, Skimminings Timmern. Das ist garantiert falsch ausgesprochen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Auch hier wieder. Ach so, hier gibt es einen kleinen Unterschied, was sie auch in dem dritten Buch dieser Art beibehalten hat. Und zwar hat sie hier zu jeder Seite die lateinischen Namen oder die botanischen Namen der Pflanzen festgehalten. Und das, muss ich sagen, finde ich super, super hilfreich, weil ich bin tatsächlich jemand, der nach diesen ganzen Pflanzen und Vögeln und Tieren googelt, um sie so real wie möglich zu kolorieren. Und das ist natürlich eine großartige Hilfe. Einziger kleiner Verbesserungsvorschlag, vielleicht müsste man dann diese Seiten nochmal irgendwie mit einer Seitenzahl versehen irgendwo, wobei ich nicht weiß, ob es das nicht dann das Motiv nachher kaputt machen würde, weil es doch etwas schwierig ist, finde ich, immer zu wissen, auf welcher Seite man tatsächlich jetzt gerade ist. Man muss sie dann immer durchzählen. Aber ansonsten, auch diese Motive sind mega hinreißend. Und hier ist jetzt noch der letzte Schatz von Maria Trolle, Botanicum, ist am Freitag bei mir eingetroffen und ich bin hin und weg und total begeistert. Ihr seht schon, es ist von der Aufmachung her ein bisschen anders wie die vorangegangenen Bücher. Die vorangegangenen Bücher waren hier so farblich ein bisschen abgesetzt und hier auch so ein bisschen mit Gold und so, das ist jetzt in diesem Teil nicht so. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass es vorher Printworks Market war und jetzt ist es Pegina. Ich kenne die Zusammenhänge nicht der Firmierung, ob es jetzt da irgendwie eine Veränderung gegeben hat, weshalb sich das geändert hat oder ob das Marias Wunsch war. Auf jeden Fall ist es ein bisschen anders, aber die Papierqualität ist dieselbe und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, worauf es ankommt. Hier hinten auch wieder das Register der botanischen Namen der Pflanzen und Blumen und dann blätter ich hier einfach mal ein bisschen durch, damit ihr auch die Möglichkeit habt, diese zauberhaften Motive zu genießen. Oh, der Kürbis ist traumhaft. Ah, oh, wie süß, die kleine Ente. Schwan? Na, wie auch immer. So.
Das war Maria Trolle. Und wo wir schon mal in Schweden sind, können wir auch in Schweden bleiben. Und ich sage nur eins, wir lieben sie, wir vergöttern sie. Sie ist einfach großartig. Natürlich geht es um Hanna Karlsson. Und beginnen möchte ich natürlich mit ihrem ersten Malbuch Dagdrömer. Und auch hier blätter ich einfach mal durch. Hardcover, Papierqualität ist alles wie bei Maria auch. Nur die Motive und der Stil sind natürlich ein ganz, ganz anderer. Tada! Eine frisch fertig kolorierte Seite. Die habe ich tatsächlich im letzten Monat fertiggestellt. Und ja, die habe ich tatsächlich koloriert mit den Pablos. Und auch den Hintergrund hatte ich ursprünglich angefangen mit den Pablos zu kolorieren. Aber irgendwie hatte mir das nicht so richtig von der Farbkräftigkeit, von der Sättigkeit gefallen. Und dann bin ich mit den Tambow-Markern nochmal drüber gegangen. Was jetzt natürlich hier schön poppig rauskommt und auch den Mäuschen ganz gut tut. Aber die Sache hat einen Haken. Und zwar hat einer der hübschesten Mails von Hanna jemals gemalten oder illustrierten Motive leider hier Farbe abbekommen. Und das nicht zu knapp. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie wieder hingebogen kriege. Ich werde natürlich trotzdem nicht darauf verzichten, dieses Motiv zu kolorieren. Vielleicht werde ich hier mit weißer Acrylfarbe mir noch irgendwie helfen. Aber gut, so viel dazu. Hier unten, falls ihr euch fragt, wie ich das gemacht habe mit diesem Schaum, Wellenschaum, ich habe einfach Acrylfarbe genommen und hellblaue und weiße, habe die nebeneinander gekleckst auf einer Mischpalette und habe dann immer hiervon ein bisschen davon und das dann halt so raufgetupft. Wenn ihr mal irgendwie sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann lasst es mich wissen, dann mache ich euch ein Video dazu. Genau. Aber dann geht es zwischen heiter weiter. Ah ja, hier. Nochmal eine kolorierte Seite und zwar ein Häschen, das Häschen. Koloriert mit den Prismacolors und man kann das vielleicht sehen, es glitzert hier so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Das sind Folia Gel Pens, die ich da verwendet habe. Ja. Es liegt schon weiter zurück, als ich das koloriert habe. Ich glaube, das war auch Anfang 2016 oder so. Okay, Dagdrömer. Als nächstes Sommernatt ist von mir tatsächlich noch nicht mit Farbe bestückt worden. Von daher einmal kurz durchgeblättert. Zack. Als nächstes habe ich hier Magisk Grinning, das dritte Malbuch von Hanna und ja, hier dominieren extrem Schmuck, Kristalle und derartige Geschichten. Ah ja, hier, mein Flying Heart. Da kann ich euch auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist im Februar diesen Jahres fertig geworden. Den Hintergrund habe ich mit dem Neo Color 2 koloriert.
kreiert, aber auch mit den Schminke Akademie Aquarellkasten. Also beides zusammen irgendwie. Immer ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und zwischenzeitlich war ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden. Und da habe ich noch mehr Farbe drauf geklatscht. Und dann irgendwann wurde es so, dass ich damit ganz gut leben konnte. Das Herz selber ist mit den Prismacolern koloriert. Und ja, genau. Das sind die Infos dazu. Auch hier ist auf der Rückfarbe ein bisschen Farbe angekommen, was mich hier allerdings nicht wirklich stört, da man sich hier durchaus was, weil es nur den Hintergrund betrifft und man sich da durchaus was einfallen lassen kann. Was ich nochmal an dieser Stelle erwähnen kann, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, das Papier hält richtig, richtig viel Wasser aus. Also ich weiß nicht, in wie oft ich hier mit dem Wassertankpinsel drüber gegangen bin und immer wieder nass, trocknen, nass, trocknen, nass, trocknen. Und ihr seht ja selber, also bis auf, dass es sich ein ganz klein bisschen gewellt hat, ist nichts. Alles prima, tolles Papier, ganz klasse. Kann man nichts weiter, kann man echt nichts gegen sagen. So, und dann habe ich hier noch Tea de Warf. Auch hier habe ich noch nicht meine Stifte. Das habe ich noch nicht eingeweiht, noch nicht geschafft einzuweihen, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich das Buch gerne einmal kurz vorstellen. Ja, dass dieses Buch hat so dieses Team Saison, also Sommer, Frühling, Herbst und Winter, Jahreszeiten sozusagen. Und ja, ich finde, das hat die Hanna ganz toll dargestellt und einfließen lassen. Und zu guter Letzt habe ich auch Hannas aktuellsten Schatz hier. Und zwar ist das Smykus Grinnet. Zu Smykus Grinnet findet ihr in der Playlist Flipthroat, ein komplettes Flipthroat zu. Und Smykus Grinnet heißt auf Deutsch Schmuckkästchen. Und ich finde, das ist halt einfach ein Schmuckstück, dieses Buch alleine. Und auch jedes Motiv ist irgendwie ein Schmuckstück. Und ist so inspirierend und anregend und einfach teilweise auch so unglaublich niedlich und toll. Ja, ich bin des Lobes voll und kann mich gar nicht beruhigen. Auch hier bin ich schon einmal aktiv gewesen und ich frage mich gerade, wo ist die Seite? Moment. Ja, da ist sie. Genau. Und zwar habe ich hier diesen schönen Käfer koloriert und man sieht schon, die Hanna-Motive inspirieren mich dazu, die Neocolors gern zu verwenden. Ist hier auch tatsächlich mit den Neocolors der Hintergrund entstanden. Auch hier habe ich das Motiv mit den Pablos koloriert und für die Highlights, ich finde, man sieht das irgendwie mit dem Licht total schlecht oder ich gucke einfach nur komisch. Habe ich für die Highlights den Posca-Marker White verwendet, das heißt hier für die Umrandung der Flügel und auch für die Highlights in den Kristallen. So, ja, naja, gut. Hier oben habe ich das erste Mal mit dem richtig echten, einen richtig echten Goldbuntstift gemalt. Sonst kreiere ich mir Gold eigentlich immer aus mehreren verschiedenen Farben. Aber irgendwie der Pablo Goldstift hat es mir angetan und ich finde es gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob ich das nochmal wieder mache. Okay, genau, das habt ihr schon gesehen. Dann soll es das jetzt hier an dieser Stelle gewesen sein. Ja, ich freue mich, dass ihr das Video euch angesehen habt. Wenn ihr mögt, lasst mir wieder einen Kommentar da.
Habt einen schönen Tag, genießt den Sommer. Genießt den Sommer hört sich an, als wenn wir uns den ganzen Sommer nicht mehr sehen würden oder ihr mich nicht mehr hören würdet. Das ist natürlich Quatsch. Genießt einfach die Zeit, die ihr habt. Tschüss!